wir eine Landeseinheit des Landeskriminalamts Niedersachsen, sind dementsprechend überall einsetzbar und jegliche Dienststelle kann uns anfordern. Wir als Servicedienststelle werden dann dementsprechend dorthin verlegen, sei es Hannover, sei es Göttingen, sei es Oldenburg. Und dann bekommen wir den Auftrag von dem Einsatzführer vor Ort, meistens ein Leiter Einsatz oder ein Polizeiführer, diese Wohnung jetzt beispielhaft in einem Mehrfamilienhaus zu nehmen. Diese wird schlagartig genommen, das heißt also mit gewaltsamen Eindringen durch die Wohnungseingangstür und dann werden die Räume nach und nach schnellstmöglich besetzt bis zur Kontrolle der Zielperson. Polizei! 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 Das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamts Niedersachsen hat in jedem Einsatz mindestens einen Einsatzmedic dabei. Das ist ein sogenannter Einsatzsanitäter Spezialeinheiten. So wird der ganz genau genannt. Sani! Warte, ich nehme dir jetzt den Helm ab, vorsichtig. Ja. Oh, mein Bein! Sani! Der Medic ist insbesondere dafür wichtig, dass er ein Backup für die Einsatzkräfte darstellt, aber auch für die Zielpersonen. Also wie wir jetzt hier dargestellt haben, ist es so, dass ein Kollege von uns angeschossen wurde, ins Bein getroffen wurde. Einen Treffer gehabt, ja? Einmal geknallt? Und der Medic sich bei ihm in dieser Situation schnellstmöglich kümmern kann. Hol ich mal die Tasche C raus? Es ist so, dass der normale zivile Rettungsdienst jetzt nicht in das Zugriffsszenario mit hinzukommen kann, weil eine weiterhin Gefahr von der Zielperson ausgeht. Das hat geknallt und... Je nachdem, wie schnell diese Situation dann auch bereinigt ist, wird gegebenenfalls zurückgeschossen oder ergibt sich diese Person nach der eigentlichen Schussabgabe. Und deswegen können wir also sehr, sehr schnell darauf reagieren, und unseren Kollegen oder auch, sei es die Zielpersonen, wenn wir hätten schießen müssen, schnellstmöglich zu versorgen und gegebenenfalls das Leben zu retten. Ich glaube, die Verantwortung ist sehr hoch. Ist aber auch etwas Besonderes, womit sich jeder schon vorher auseinandergesetzt hat. So wie jeder sich damit auseinandersetzt mit den Gegebenheiten, wenn man zum SEK kommt. Was kann da alles passieren? Es wird intensiv trainiert nach einem besonderen Schema, nach einem bestimmten Schema und dieses Schema wird abgearbeitet. Das wird gepasst. Rundung steht noch. Ein bisschen hochlagern. Leg ihn mal auf deinen Tiefschutz. Mach mal ein bisschen mit, wenn du kannst. Dieser Einsatzsanitäter ist ein sogenanntes Add-on zu allem anderen. Wir gehen also in eine normale Ausbildung, wie jeder andere Rettungssanitäter auch, und haben dann weiterhin in der Traumaversorgung, insbesondere in der Traumaversorgung, was Schuss-, Stich- und Explosionsverletzungen angeht, besondere Schulungen erhalten. Gestoppt. Wir haben kein B-Problem, Kreislauf ist auch noch gut und stabil, Puls noch fassbar, er ist immer noch ansprechbar. Wir machen die Evakuierung fertig. Wenn wir eine verletzte Person haben, dann ist immer der Einsatzmediziner dafür zuständig, dass eine Versorgung stattfindet. Kannst du auf meiner Seite drehen? Ja. Alle anderen Kollegen sind aber qualifizierte Ersthelfer, die insbesondere geschult sind, ich sage mal, in dem Gerätemanagement. Das bedeutet, dass sie anreichen können, was der Einsatzmedic zum Beispiel verlangt oder vorbereitet. Was wir jetzt nicht gesehen haben, ist zum Beispiel eine Infusion. Aber das kann jeder Einsatzbeamte des SEK, des Landeskriminalamts Niedersachsen, kann dort helfen und unterstützen. Und der Medic wird dann diese medizinischen Maßnahmen treffen. Solange die Lage läuft und die Zielperson noch nicht festgelegt wird, oder es gibt ja auch mehrere Zielpersonen, die festgenommen werden sollen, solange diese Lage läuft, ist es nicht möglich, den zivilen Rettungsdienst, sprich Notarzt,
Notfallsanitäter etc. mit in den Einsatzraum zu nehmen, beziehungsweise in das Geschehen. Im Einsatzraum ist er, aber in das Geschehen nah bei. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Einsatzmedics so geschult sind, dass sie die Traumaversorgung in erster Linie allein bewältigen können, gegebenenfalls dann die verletzten Personen evakuiert werden und in einem sicheren Bereich, im Übergang zu einem sicheren Bereich, dann dem zivilen Rettungsdienst übergeben werden. Okay. Und los.